war im September, als der britische Reiseveranstalter Thomas Cook pleite ging und damit auch die deutsche Tochter Condor in Schwierigkeiten brachte. Kurz darauf musste das eigentlich profitable Unternehmen Insolvenz anmelden. Mit einem Übergangskredit von 380 Millionen Euro haben der Bund und das Land Hessen den Ferienflieger unterstützt. Heute nun, bevor das Darlehen in 3 Monaten ausläuft, ist das Bieterverfahren um den Konzern abgeschlossen. Den Zuschlag hat die polnische Airline LOT bekommen. Nach Tel Aviv ging der erste Flug der Condor 1956. Schnell kam Mallorca hinzu und die Kanaren. Condor wurde zum deutschen Ferienflieger. In den 70ern ging es gar mit einem Jumbo in den Süden. Nun übernimmt die polnische Airline LOT die Condor mit ihren rund 5000 Mitarbeitern. Alle sollen bleiben. Ich brauche alle Mitarbeiter, um unsere Pläne für die Zukunft umzusetzen. Statt über Entlassungen zu reden, denken wir über mehr Mitarbeiter nach. Die polnische Fluggesellschaft war zuletzt sehr erfolgreich unterwegs. 2014 beförderte sie rund 5 Millionen Fluggäste. Im vergangenen Jahr waren es schon mehr als 10 Millionen. Derzeit fliegen 80 Flugzeuge für die LOT auf mehr als 120 Strecken. Die Condor startet mit 50 Flugzeugen aus 8 deutschen Städten. Durch die Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook war auch die profitable Condor in Turbulenzen geraten. Ein staatlicher Kredit sicherte vorübergehend den Flugbetrieb. Geplant ist, und das sehen wir auch so, dass das hinzubekommen ist, dass zum 15. April das Darlehen zurückgeführt wird. Dann ist es fällig und dann wird es zurückbezahlt. Condor behält den Namen und die Geschäftsführung und soll künftig auch aus Osteuropa starten. Wir haben es eben gesehen, die Übernahme haben Condor und LOT heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, auf der auch unser Kollege Michael Immel war. Ihn habe ich im Anschluss an die Konferenz gefragt, wie diese beiden Konzerne denn eigentlich zusammenpassen. In der Luftfahrtbranche, da haben sich heute so einige die Augen gerieben. Die fragen sich nämlich wirklich, wo kommt das ganze Geld her? Wo hat die polnische Fluggesellschaft all das, um diesen Kredit auch abzulösen? Also mindestens 380 Millionen Euro. Was ist das Ziel? Und wenn wir uns auf dem Papier einfach mal das Ganze nackt anschauen, da sehen wir, sowohl die LOT als auch die Condor haben im letzten Jahr so um die 10 Millionen Passagiere transportiert, sind also in der Masse vergleichbar groß. Die LOT hatte bislang so um die 60 Maschinen im Einsatz. Die LOT hatte 80 Maschinen, Entschuldigung, und die Condor 60 Maschinen zusammen addiert. Also man hat jetzt das Ziel ausgegeben, man möchte in Europa einer der großen ernstzunehmenden Ferienflieger werden. Was können Sie uns denn berichten? Was bedeutet diese Übernahme für die Marke Condor und auch für Ihre Mitarbeiter? Die Mitarbeiter, glaube ich, die sind heute sehr happy, denn es geht weiter bei Condor. Das heißt, der ganze Restrukturierungsprozess ergreift. Condor, die Marke, wird es weitergeben. Es wird weiter geflogen. Das heißt, hier auch in der Nähe von Frankfurt, rund 5000 Arbeitsplätze sind gesichert worden. Das Ganze war natürlich nur möglich, indem man, wie man so schön sagt, die Braut hübsch gemacht hat für den Verkauf. Das heißt, bei Condor ist man auch bereit gewesen, all die Mitarbeiter auf ein Viertel ihres Gehaltes zu verzichten. Mehr als 20 Millionen Euro konnte man allein dadurch einsparen. Also man freut sich heute, es geht weiter und am Ende werden vielleicht gerade mal so 150 Stellen abgebaut werden müssen. Diese Übernahme also ein Grund zum Aufatmen. Können denn jetzt auch die Kunden aufatmen? Ich glaube, die können am lautesten aufatmen, denn dieser Tage denken viele Menschen drüber nach, wo geht's denn hin? Im Sommer planen also ihre Ferien und die haben jetzt eine Gewissheit. Und es gibt ja auch den einen oder anderen, der schon gebucht hatte und den muss man ja auch jetzt im Nachhinein noch mal ernsthaft sagen, sicher war all das, all die Tickets nur bis Ende März, solange dieser Überbrückungskredit auch greift. Und jetzt ist damit natürlich auch eine Perspektive geschaffen und die werden natürlich auch gerne hören, denn Condor ist eine Marke im deutschen Markt, dass man hier heute auch ein Wachstumssignal ausgegeben hat, dass man hier heute klar gesagt hat, wir wissen, Condor ist mit alten Maschinen unterwegs, da muss in den nächsten 2 bis 3 Jahren sollen neue Flugzeuge angeschafft werden. Also es gibt eine Perspektive, es soll gewachsen werden. Dieser Ferienflieger soll eine Zukunft haben und jetzt alle, die schon gebucht haben, sind sich sicher, dass alles soll gut gehen. Michael Immel in Frankfurt, haben Sie herzlichen Dank.